So, legen wir mal los. Tragen wir mal Ihre Ergebnisse zusammen hier. Gemeinsamer Teiler. Wer möchte mal diktieren, was ich schreiben soll? Ja. Wir nehmen einfach das Selfie und gemeinsam vielfachen und machen aus allen Pfausen. Genau, wir nehmen das, was bei gemeinsamen Vielfachen steht, und machen aus allen Pfausen T. Ne? Genau. Ja, okay, gut, das müssen wir auch noch machen. Also wir schreiben, diktieren Sie mal, seien. Sein A, B, Element N. Jedes klein T-Element aus der Teilermenge von A geschnitten mit der Teilermenge von B. Ja? Genau. Heißt gemeinsamer Teiler von A und B. So, machen wir mal ein Beispiel. Hat jemand mal ein Beispiel gemacht noch zusätzlich? Ja? 6 und 12. Die Teiler von 6 sind 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6, okay. Und? Von 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ja, das ist natürlich kein so gutes Beispiel, T12, finde ich jetzt, ne? Die 8, immer die 8, okay. T8 ist gleich 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Okay. Und dann ist, machen wir es mal hier hin, T6, also die gemeinsamen Teiler von 6 und 8 sind 1 und 2, ne? Genau. Okay, ich ergänze hier noch was. Eine weitere Definition noch. Wenn TA geschnitten TB, also wenn die Menge der gemeinsamen Teile nur die 1 enthält, dann heißen A und B teilerfremd. So. Die 1 ist ja in jeder Teilermenge drin. Das heißt, die 1 ist auch in jeder gemeinsamen Teilermenge drin. Ne? Klar, wenn die 1 in jeder Teilermenge drin ist, wenn die zwei Teilermengen schneidest, ist da die 1 auch drin. Es kann sein, dass die Schnittmenge von zwei Teilermengen nur die 1 enthält, nämlich beispielsweise, wenn ich die Zahlen, bitte? 2 und 3, genau, die Teilermenge der 2 und die Teilermenge der 3. Generell, wenn ich die Teilermengen von Primzahlen schneide, ja, aber auch nicht nur. Also zum Beispiel die Teilermenge der 8 und die Teilermenge der 9 haben auch nur die 1 gemeinsam. Das sind beides keine Primzahlen, haben aber trotzdem nur die 1 gemeinsam. Und diese Zahlen heißen dann teilerfremd. Manche sagen auch, die Zahlen sind prim zueinander. Aber ich finde den Begriff teilerfremd schöner. Ja, die sind teilerfremd. Aufgepasst, teilerfremd bedeutet nicht, dass die beiden Zahlen keinen Teiler gemeinsam haben. Das geht nicht. Ja? Sie haben immer mindestens die 1 gemeinsam. Teilerfremd bedeutet, sie haben keinen nicht-trivialen Teiler gemeinsam. Was unklar noch? Nee, alles klar. Okay, super. Ja, bitte? Psst. Noch ein bisschen leise, ich verstehe so schlecht. Was? Nö, ich meine schon, da heißen A und Teiler fremd. Ja. Da haben Sie recht, ja, da fehlt noch ein B. So.
Okay, jetzt die Definition größter gemeinsamer Teiler. Vielleicht erstmal, bevor wir das definieren, erstmal ein Argument von Ihnen, warum es überhaupt einen größten gibt. Ne? Kleinstes gemeinsames Vielfaches war klar, Wohlordnungsprinzip. Warum gibt es denn immer einen größten gemeinsamen Teiler? Ja? Weil die Teilermenge eine endliche Menge wäre und so würde auch für das Wohlordnungsprinzip ein größtes Element geben und somit auch größtes gemeinsames. Genau. Die Teilermengen sind ja alles endliche Mengen. Und wenn ich zwei Teilermengen nehme, so eine Teilermenge hat als endliche Menge ein größtes Element, geht nicht anders. Und wenn ich zwei Teilermengen miteinander schneide, zwei endliche Mengen miteinander geschnitten, gibt wieder eine endliche Menge, hat auch ein größtes Element. Genau. Okay, so, diktieren Sie mir mal bitte kurz. Seien A, B, Element N. Teilerschnittmenge von A, geschnitten mit Teilermenge von B. Sei G, sehr schön, also Sie haben alles angepasst, super. Sei G Element T. Und es gelte für alle T aus, also für alle Kleintier aus Groß T, dass G größer gleich T ist. Dass G größer gleich T ist, okay. Ich schreibe es mal kurz anders hin, ich schreibe T kleiner gleich G. So, ja? Okay. Dann heißt G... Dann heißt G größter gemeinsamer Teiler von A und okay? Na, okay. Genau. Ja. Man schreibt auch G ist gleich GGT von A und B. So, genau. Sie sehen, es war total analog zu dem, was da vorher definiert war, ne? Gar nicht so schwer. So, okay. Gibt es noch Fragen zu der Stelle bis dahin? Ach so, ja, genau. Mal so nebenbei gefragt, wozu braucht man eigentlich sowas wie den GGT und das KGV? Gibt es da irgendwelche Anwendungen für? Ja? Ja, bei Brüchen zum Erweitern, wenn ich die auf den gleichen Nenner machen will. Beim Erweitern von Brüchen, wenn ich die Nenner gleichnamig machen will, was brauche ich da dann? Genau, das kleinste gemeinsame Vielfache. Wenn ich zwei Brüche addieren will und die beiden Nenner sind ungleichnamig und ich will die beiden Nenner gleichnamig machen, dann erweitere ich die Brüche so, dass im Nenner jeweils das kleinste gemeinsame Vielfache steht. Idealerweise, ne? Ja? Genau, beim Kürzen, wenn ich einen Bruch kürze, kann ich ja durch jeden beliebigen Teiler kürzen von Zähler und Nenner, aber durch welchen kürze ich am besten? Den größten gemeinsamen Teiler, dann habe ich nämlich den Bruch, soweit es geht, gekürzt. Genau, ne?